Ja, hallo wieder. Fazit vom Autotransporteraufbau. Ich bin fertig. Ich habe also den ganzen Transporter und auch gestern Abend noch den dabeigefügten Sportwagen, nenne ich ihn jetzt einfach mal, aufgebaut. Also den finde ich auf jeden Fall auch ziemlich hübsch. Der hat auch hier einen Achtzylinder, der sich bewegt. Also V8, auch hier extra mit Aufkleber allerdings, aber trotzdem finde ich ihn schön. Er hat hier hinten die Lenkung. Die ist natürlich nicht besonders gut vom Einschlag her. Das ist also so realisiert mit so einem Hebel hier vorne, der halt nach hinten durchgeführt wird, komplett durch das Fahrzeug. Das ist recht offen gebaut alles. Da sieht man es, die gelbe Stange, das ist im Prinzip komplett durchs Fahrzeug nach hinten durchgeführt. Muss ja irgendwie auch, sonst geht es nicht. Hand of God, sonst hat man da keine Möglichkeiten. Ja, den können wir jetzt mal hier auffahren lassen auf den Transporter. Schauen wir mal, wie das funktioniert. Hier hinten die Auffahrten sind ein klein bisschen wackelig, die gehen, driften ein bisschen auseinander. Aber ansonsten kann man ihn halt relativ easy hochfahren und dann findet er hier seinen Platz. Jetzt seht ihr vom Formfaktor her, der First Responder, den kennt man ja ganz gut, passt auch drauf. Das hier ist ein Eigenbau von mir, der ist so ein bisschen dem hier unten mit den Flügeltüren nachempfunden und eben die schon angesprochene orange Corvette, die passt halt auch drauf. So, im Prinzip, hier zeige ich euch nochmal den Mechanismus der Auffahrten. Die sind definitiv notwendig, weil hier hinten gibt es nämlich nichts. Also wenn man den Anhänger abkoppeln würde, könnte man dort vorne jetzt kein Fahrzeug auf- oder abladen. Ich glaube, das ist in der Realität bei diesen Gespannen auch so. Bin ich natürlich nicht sicher. Aber das ist jetzt mal so mein Eindruck von der ganzen Sache, weil man sieht ja meistens doch recht große Gespanne auf den Autobahnen dann fahren. So, das klappt mal wieder hoch zur Sicherheit natürlich. Und hier hinten die Klappen werden natürlich auch wieder eingefahren. Und dann wäre das Auto quasi zum Transport fertig. Und man könnte losfahren. So, alles gesichert, wunderbar. In dem Zustand hat das ganze Gespann eine Länge von, schauen wir mal gerade, dass wir vorne richtig anliegen. So sind es 87 cm. Im ausgeklappten Zustand sind es 106. Das hatte ich eben schon mal hier festgestellt. Und dann habe ich mir mal hier so ein Hilfsmittel geholt, so ein Kranarm. Der hat 16 Noppen. Und genau das ist im Prinzip auch die Breite, die die Fahrzeuge maximalst haben sollten. Also wenn ich den jetzt hier so drauflege, seht ihr, passt das jetzt ziemlich gut. Ein bisschen Spiegelüberstand oder Radüberstand ist noch möglich. Aber es gibt halt leider auch da Einschränkungen, beziehungsweise hat man das Problem, dass es teilweise eben nicht funktioniert. Und zwar hätte ich gerne noch dieses gute Stück draufgestellt. Der sieht im Prinzip erstmal so aus, als würde er drauf passen, aber das ist leider ein bisschen too much. Denn wenn ich das hier drauflege, seht ihr, okay, das eigentliche Fahrzeug passt noch, aber der hat hier noch einen ziemlichen Radüberstand. Und das sind im Prinzip, denke ich, nochmal zwei Noppen. Und deswegen macht es das dann so schwierig oder im Prinzip von der Höhe auch, dass er eigentlich dort nicht mehr wirklich drauf passt. Das ist ein bisschen schade, aber klar, irgendwo gibt es maßliche Unterschiede, Grenzen. Ja, im Prinzip bin ich sehr zufrieden mit dem Aufbau. Man hat auf jeden Fall hier doch ordentlich Möglichkeiten, also fünf Fahrzeuge unterzubekommen, ist jetzt kein Problem. Ja, das soll es erstmal zu diesem Modell gewesen sein. Also ich habe es nicht bereut.